Hallo und herzlich willkommen zum 13. Hauptmann Original Livestream. Und heute präsentieren wir dir einen ganz besonderen kleinen Flitzer, und zwar den neuen Opel Rocks E. Mein Name ist Pascal Neumann und ich freue mich, dich heute durch unseren Livestream moderieren zu dürfen. Natürlich mache ich das Ganze nicht alleine und habe mir dabei tatkräftige Unterstützung bei meinen zwei Azubi-Kollegen geholt. Und ich würde sagen, stellt euch doch einmal bitte vor. Ja, Pascal, vielen Dank. Mein Name ist Tobias Becker. Ich bin Verkaufsberater bei der Hauptmann Autowelt am Standort Siegen hier in Eiserfeld. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin der Nino Calabria, Verkaufsberater an unserem Standort in Gummersbach und ich bin sehr froh, heute dabei sein zu dürfen und freue mich sehr, euch ein bisschen was über den Rocks erzählen zu können. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lange weiter und schauen uns das Fahrzeug von außen an und fangen bei der Front an. Ja, genau. Wie Pascal schon gesagt hat, fangen wir bei diesem Rocks jetzt einfach vorne an. Und wie euch oder auch uns aufgefallen ist, ist in diesem Rocks E auch der neue Visor, das neue Gesicht von Opel verbaut. Was ebenfalls auffällig ist, sind die LED-Scheinwerfer, die in allen drei Rocks E-Varianten serienmäßig sind. Wenn wir einmal zur Beifahrerseite kommen, sehen wir hier die 14 Zoll Radabdeckung im X-Design, welche ab der Variante Rocks E Techno und Rocks E Club ebenfalls serienmäßig sind. Das gesamte Fahrzeug ist einfach gehalten, auch die Öffnung der Tür und auch die Öffnung der Fenster, so wie sie damals vielleicht von der Ente bekannt sind. Das war die Seitenansicht. Kommen wir einmal zur Rückansicht. Und auch da fällt auf, der Rocks E sieht vorne wie hinten gleich aus. Das natürlich aus kostentechnischen Gründen. Das kleine Kennzeichen unten, was wir verbaut haben, steht für ein Kleinkraftfahrzeug, sodass es mit einem Mofa-Führerschein AM fahrbar ist. Wer hier den Kofferraum sucht, sucht vergeblich. Wir haben hier keinen Kofferraum. Wir haben andere Verlademöglichkeiten, aber da gleich mehr dazu von Nino im Innenraum. Gehen wir einmal noch auf die Fahrerseite, öffnen auch hier die Tür. Und wie ihr jetzt in diesem Video seht, öffnen Türen sich gegenseitig. Heißt, die Fahrertür geht in eine andere Richtung auf, wie die Beifahrertür, auch das aus kostentechnischen Gründen. Und auch das Panorama-Sonnendach, was wir hier serienmäßig verbaut haben, besticht durch den kleinen Holm vorne oberhalb der Windschutzscheibe. Und damit ist der Rocks E komplett. Jetzt ist der Rocks E ja nicht wirklich besonders groß. Wie sind denn die Abmessungen und wie schwer ist der? Die Abmessungen von dem Rocks E sind in der Breite 1,39 Meter, in der Höhe 1,52 Meter und in der Länge 2,41 Meter. Das gesamte Fahrzeug wiegt 471 Kilogramm. Und wie das funktioniert, das seht ihr jetzt im Video. Thank you.
muss sagen, jetzt wo ich die ersten paar Kilometer mit dem Roxy hinter mir habe, die Sitze sind erstaunlich bequem. Auch mit meiner Größe von 1,88 habe ich hier oben genügend Platz. Beim Einparken und beim Spurenwechsel hat man durch die ganzen Scheiben eine gute Übersicht. Hier im Auto ist es auch sehr hell. Durch das Panoramadach wird alles gut beleuchtet. Ich muss auch sagen, wenn man durch die Stadt fährt, man ist kein Hindernis. Also man fährt mit dem Fluss, sag ich mal, wenn man an der Ampel steht und dann es wieder grün wird, da kommt man auch relativ gut voran. Und die 45 km/h Höchstgeschwindigkeit, die reichen auch sehr gut aus in der Stadt. Wenn man keinen Parkplatz findet, kann man auch wie bei vergleichbaren Kleinwagen auch notfalls mal querparken. Und ja, kleinere Parklücken findet man ja meistens immer. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Kommen wir nun zum Interieur und das erste, was mir beim Fahren aufgefallen ist, dass der Roxy von innen sehr minimalistisch gehalten ist. Oder wie siehst du das, Nino? Du sitzt ja schon im Auto. Ja, Pascal, das ist dir richtig aufgefallen. Der Innenraum ist sehr einfach und minimalistisch gestaltet, aber dennoch vermissen wir eigentlich keine wesentlichen Bestandteile, die wir auch bei einem normalen Fahrzeug, also einem normalen Auto haben. Angefangen beim Lenkrad, dahinter haben wir den digitalen Tachometer, welcher die Geschwindigkeit und den Akkuzustand anzeigt. Dann haben wir hier den Hebel für die Scheibenwischer und für die Blinker, in welchem auch die Hupe integriert ist. Und wenn ich dann mal langsam runtergehe, an meinem Fahrersitz, haben wir hier links unten die Bedienelemente für die Automatik und da kann ich anhand von drei Knöpfen die verschiedenen Gänge einlegen. Wenn wir uns dann mal weiter in die Mitte bewegen, fällt uns hier auf, wir haben hier eine klassische Handbremse, im Fußraum natürlich auch Brems- und Gaspedal. In der Mittelkonsole finden wir die Bedienelemente für die Heizung, für die Kühlung, für den Warnblinker und haben auch hier noch einen USB-Port zum Laden. Hier ist die integrierte Smartphone-Halterung. Der Tobi hatte ja eben schon angeschnitten, dass das Fahrzeug hier keinen klassischen Kofferraum hat. Hat es nicht, dafür haben wir aber hier im Beinbereich vor dem Beifahrersitz drei Ladevolumen und können Einkäufe und Reisegepäck locker verstauen. Wem das noch nicht reicht, der hat auch hier vor der Frontscheibe verschiedene Ablagefächer, wovon sich manche auch öffnen lassen. Wir haben auch hier nochmal einen Halter für Einkaufstaschen, hinter dem Lenkrad auch ein Getränkehalter und in den Türverkleidungen haben wir auch Auffangnetze, wo wir auch noch die Einkäufe verstauen können, damit sie uns nicht durch die Gegend fliegen. Wir haben auch noch hinter den Sitzen die Möglichkeit, problemlos ein paar Jacken zu verstauen. Das ist gar kein Problem. Und ja, allgemein lässt sich sagen, dass auch ich mit meinen 1,92 sehr angenehm in dem Wagen hier sitzen kann und sich ein sehr angenehmes Raumgefühl breit macht, wenn man den Roxy dann mal betritt. Jetzt bin ich aber eine Person, die beim Autofahren gerne Musik hört und ich denke mal der ein oder andere von euch da draußen auch. Welche Option hätten wir denn jetzt? Ja, der Roxy hat kein klassisches Radio, dafür haben wir aber die Möglichkeit, mit dem integrierten Smartphone-Halter das Smartphone zu befestigen und dann kann die Musik und die Navigation problemlos über das Smartphone laufen und nebenbei können wir es auch laden, damit uns der Akku nicht leer geht. Ja, worauf wir auch noch eingehen wollten, sind die Türgriffe. Das sind Schlaufen und wenn man dann an den Schlaufen zieht, gehen die Türen auf. Für die Fahrertür befindet sich die Schlaufe links unten neben dem Lenkrad und bei der Beifahrertür ist das genau umgekehrt, da ist die Schlaufe eher rechts hinten. Jetzt habe ich außerdem noch ein persönliches Anliegen und zwar, wenn ihr uns auf Instagram, Facebook und YouTube noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Wir halten euch dort mit aktuellen Inhalten und Fahrzeugangeboten immer auf dem Laufenden. Natürlich dürft ihr uns auch jederzeit über Social Media eine Nachricht schreiben. Wir kümmern uns um dein Anliegen und bearbeiten es. Jetzt ist der Roxy ja ein rein elektrisches Fahrzeug. Wie weit komme ich denn mit dem Roxy und wie schnell kann er fahren? Erstmal würde ich, glaube ich, die Frage beantworten wollen, wie lade ich den Roxy oder mit welchem Kabel? Auch hier hat sich Opel was einfallen lassen. Wir müssen bei diesem Roxy kein extra Kabel mitbringen, weil das Kabel ist schon hinter der Tür verbaut. Wie das funktioniert, seht ihr jetzt gerade in dem Video. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und eine maximale Reichweite von 75 Kilometern. Kann ich den Roxy dann auch an öffentlichen Ladestationen laden oder wie schaut es da aus? Die Möglichkeit besteht auch. Es gibt die Möglichkeit, einen Zusatzadapter zu bestellen und damit kannst du dann auch an den öffentlichen Ladestationen oder halt auch an der hauseigenen Wallbox deinen Roxy laden. Jetzt ist der Roxy ja ein wirklich smartes Fahrzeug, was auch kostengünstig gebaut ist. Aber wie teuer ist er denn jetzt? Ja, gerne kann ich euch etwas sagen zu den Ausstattungslinien und den dazugehörigen Preisen. Die Basisausstattungsvariante Roxy ist erhältlich ab 7.990 €. Dann haben wir auch noch die zwei gehobeneren Ausstattungsvarianten, Techno und Club.
Bei denen ist es besonders, dass sie verschiedene Farbakzente haben. Bei der Techno-Edition ist es beispielsweise so, dass wir außen gelbliche Akzente haben und auch im Innenraum bei den Ablagefächern. Bei der Club-Edition ist es so, dass das alles in Grau gestaltet ist, also etwas dezenter. Und was wir auch noch haben, sind die speziellen Radkappen im X-Design. Und wir haben auch noch die integrierte Smartphone-Halterung bei den beiden Ausstattungsvarianten. Jetzt ist mir und sicherlich euch ja auch der 49 Euro der Windschutzscheibe aufgefallen. Was bedeutet der? Ja, bevor ich auf die 49 Euro mal eingehe, können wir vielleicht auch noch mal klären, für wen das Fahrzeug überhaupt geeignet ist. Es ist ja sowohl für Jung als auch für Alt geeignet. Junge Leute, die individuell sein möchten, die endlich wieder mobil sein möchten, nicht mehr auf die Eltern angewiesen, die vor Witterungseinflüssen geschützt werden wollen. Für die eignet sich der Rox-E perfekt, aber auch für ältere Leute, die nicht mehr mit dem klassischen Zweirad unterwegs sein können oder gesundheitlich auch nicht mehr, aus gesundheitlichen Gründen auch nicht mehr mit dem Fahrrad fahren können, da eignet sich der Rox-E natürlich auch perfekt, kleinere Erledigungen wie Einkäufe etc. tätigen zu können. Deswegen haben wir ab demnächst bei uns ein sehr attraktives Finanzierungsangebot. Man kann den Rox-E bereits ab 49 Euro monatlich finanzieren. Im Prinzip zahlt man dann dafür so viel wie für einen Handyvertrag und ist in den meisten Fällen sogar günstiger als für ein Monatsticket bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. So, und jetzt habt ihr noch einmal die Möglichkeit, Fragen unten in die Chatbox zu schreiben, die wir euch dann jetzt gleich live am Anschluss beantworten. Natürlich möchte ich euch auch noch einmal darauf aufmerksam machen, dass ihr ab Montag den Rox-E Probe fahren könnt. Also vereinbart einfach eine Probefahrt und überzeugt euch selbst von dem Fahrzeug. Ich sehe gerade schon die erste Frage, die reingekommen ist. Und zwar fragt da, wie ist das mit der Sicherheit vom Fahrzeug? Tobi, da würde ich doch einmal an dich übergeben. Ja, viele denken vielleicht, aufgrund der Außenbeschichtung GFK ist das Fahrzeug nicht allzu sicher. Da täuscht ihr euch, weil im Innenbereich oder das ganze Fahrzeug ist mit einem gesamten Stahlkörper ummantelt, sodass wir auch hier im Außenbereich zumindest eine Sicherheit haben. Aber im Innenbereich, wie sieht es da aus, Sino? Ja, im Innenbereich ist es so, dass wir neben dem Stahlkäfig auch noch drei Punktgurte haben, sowohl für den Fahrer als auch für den Beifahrer. Somit sind wir da auch auf der sicheren Seite. Der Sören fragt, was ist die maximale Beladung vom Rox-E? Nino, vielleicht kannst du uns dazu etwas sagen. Ja, die maximale Beladung beim Rox-E beträgt 230 Kilo. Er wiegt ja an sich 470 und darf ein maximales Gesamtgewicht von 700 Kilo haben und deswegen 230. Die nächste Frage, die reinkam, ist ebenfalls vom Sören und er fragt, wie lange sind die Lieferzeiten? Tobi, da würde ich das Wort nochmal an dich übergeben. Ja, der Rox-E ist bestellbar und ab April erhältlich. So, jetzt schauen wir gerade mal, ob noch weitere Fragen eingetroffen sind. Und zwar fragt jemand, wo er den Rox-E Probe fahren kann. Nino, ich würde das Wort einmal an dich übergeben. Ja, vorerst könnt ihr den Probe fahren hier an unserem Standort in Siegen, später dann auch an unseren anderen Standorten. Und das ist alles kein Problem, meldet euch diesbezüglich einfach und macht einen Termin aus. Genau, wir haben natürlich auch noch andere Opel-Standorte, die wären Dillenburg, Gummersbach und Fellinghausen in dem Fall. Ich sehe gerade, dass keine weiteren Fragen vorhanden sind. Dann würde ich mich bei euch fürs Zuschauen bedanken, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und überlasse meinen zwei Kollegen das letzte Wort. Ja, Pascal, auch von mir nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr euch für den Rox-E interessiert. Wenn irgendwelche Fragen offen sind, meldet euch gerne bei mir, beim Kollegen oder bei anderen Kollegen bei uns an den Standorten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und habt einen schönen Abend. Alles Gute, bis dann. Ja, auch von mir nochmal ein schönes Wochenende. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch den Rox-E ein bisschen näher kennenzulernen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht an meinem Standort in Gummersbach sehen würden und wünsche euch noch ein schönes Wochenende.